Weil meine Alarmglocke hat sich auch gemeldet. Mein Mondvorbeiflug ist endlich am Mond angekommen. Da will ich auch hin, um Wissenschaft zu machen. So, das ist erstmal weg. Zack. Oder müsste kurz vorm Vorbeiflug sein. Zack, 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 zack. Uiui, ach, hier, uiui. Der ist auch wieder ein bisschen weiter draußen. Da werde ich eine einzelne Rakete machen müssen. Aber ich will jetzt zu dem hier. Moonvis 1. Der ist nämlich bald um den Mond drumherum. Und da habe ich einen Auftrag, Wissenschaft zu forschen. So, wo ist er? Da ist er, der Moon. So, und der Auftrag lautet: Erkunde Moon da. Sammle wissenschaftliche Daten vom Moon. So. Da habe ich mir hier schön ein Alarmglockteil gemacht. Das ist abgelaufen. Aber hier die Anzeige noch, warum man die immer nicht weglöscht. Egal. So, bitteschön hier vor. Das sind 3 Minuten. Spielminuten, muss man ja sagen. Hier, Vorsprung, komm rein. Rein in den Moon Orbit. Das ist nur ein Flyby, Ja, kein Flyby. Orbit. Aber es macht doch hier eine Schleife. Also so sieht auch aus wie ein Orbit, nur dass der Mond hier ist. Naja, wenn du gleich in den Mond Flyby bist, dann sieht es nicht mehr aus wie eine Schleife. So, kommen jetzt hier Vorspulen bitte. Ja, stimmt. Jetzt sieht es natürlich anders aus. Ist richtig. Das liegt daran, weil der Mond sich am Körper dreht. Genau. So. Und jetzt, was haben wir jetzt hier alles zur Möglichkeit? High over Dings. Na, dann machen wir das doch. Crewbericht. Zack. Nehmen. So, die Material B. Quatsch. Frachtraum ansehen. Nehmen. Kleiner Cool. Tipp, nicht auf das X an der Seite drücken, sondern auf diesen Standortpfeil. Dann kannst du das gleich über das Dings da machen, wenn du drauf drückst. Du meinst hier, ne? Nee. Das ging doch auch hier rüber, ja. Das ging auch hier rüber? Nein, das ist nur, da kannst du gucken. Das kannst du von überall gucken, was du hast. Das Ah, ist eine Art Kaspedia. hier, das war's. Hier kann ich nämlich Temperaturscan machen. Zack, Atmosphärenscan. Das hattest du auch am Anfang in der ersten Folge an. Genau. So, jetzt habe ich die alle durch. Jetzt drehe ich mich noch ein bisschen hier in die Sonne. Zack. Also ins Licht, damit ich hier. So, ist er erstmal an hier. Zack. EWE. EWE-Bericht. Flup. So. Daten nehmen. Zack. Kann ich jetzt einen EWE-Bericht über, wenn ich hier rumfliege, quasi, könnte ich jetzt nicht mehr machen, weil ich ja schon einen gemacht habe, ne? Wenn das auf Corwin ist, über jeweiligen Biom, kann das auch auf Moden sein, das weiß ich gerade nicht. Egal. Rein. So, das sollte genug jetzt auch davon sein. Wie hoch sind wir hier? 123. Wenn wir jetzt hier Manöver hinzufügen. Nee, Bremsen war verkehrt. Leute, zu viele Anzeigen. 10. Das ist ein bisschen sehr tief, die wir hier gleich reinkommen. 55, das wäre okay. So, und das mit 3,9 Metern die Sekunde, die ich hier bloß abbremsen muss. Sehr, sehr geil. So, das heißt, wieder eine schöne Alarmteil hier. Bahnkorrektur. Adden. Zack. Läuft.
Läuft, läuft, läuft. Ich mag diesen Körbel-Alarm-Clock-Mod sowas von. Ich auch. Der ist schön zum Docking geeignet. Ja. Kann man schön Docking-Manöver mitmachen. So, der SAS ist aus. Das läuft alles. Der braucht nicht mehr. Gut. Schön. Das heißt, ich kehre hier wieder zurück zum Weltraumzentrum. Und gucke mal, ob ich mir so eine Rescue-Teil zusammenbasteln kann. Wie ich mir das vorstelle. Oder ob ich da bis nächstes Mal mir noch Gedanken machen muss. Wahrscheinlich eher zweiteres. Aber ich kann ja schon mal grob zeigen, wie ich es mir so überlegt hatte. Sparen wir uns hier das Gewicht. Der soll ja einfach bloß zurückkommen. Das heißt, da auch den einfach ran. Einen kleinen Trenner. So, und einfach das kleinere Übel nehmen. So, und jetzt zack, davon 4. So. Und an diesen 4 hoffe ich jetzt. Schaka! Kriegt das nicht angedockt? Blöde! Der will das bloß oben haben. Warte mal, dann könnte ich das so wie bei dem VIP. Zuerst das Triebwerk ranbauen und dann die Kapsel drauf. Also den Tank. Ja, stimmt. Hast recht. Hast recht. So. Der könnte fast zu wenig sein. Nehmen wir den. Eieieiei. Eieieiei. Guck dir das an, was das schon gleich wieder für Tonnen sind. Das sind 21 Tonnen. Oh, das wird nix. Das lässt sich dann wieder nicht manövrieren und dann ist auch wieder Kacke. Nee, da muss ich mir echt Gedanken machen bis zum nächsten Mal. Weil, wie soll ich. Hier kommen ja noch Zeugs dran. Also, ich komme ja hier, wenn du so willst, dann auf 30 Tonnen. Das bringt es dann, glaube ich, auch nicht. Dann mach eine, womit du viele rettest. Ja, das sind ja schon die Dreier. Das sind ja hier die Granatapfel, die sind 2. Ich würde hier, wenn ich die wegnehme, nur die. Wären es 15 Tonnen, also 6 Tonnen weniger, aber dafür kann ich auch nur ein Drittel transportieren. Da macht das ja in dem Sinne über die Teile ja immer noch mehr Sinn. Die sind bloß eine Tonne, können 2. Und hier sind es 1,5 Tonnen für 2 Leute. Darüber muss ich mir echt mal Gedanken machen. Darüber muss ich mir echt Gedanken machen, ob das überhaupt praktikabel ist jetzt momentan. Denken, du musst ja noch zu diesen ganzen Schiffen fliegen. Wenn du hier die 9 Personen einsammeln willst, dann ist es in. Du brauchst die ganzen Treibstoffe, um erstmal die ganzen Dinger mitzuschleppen. Richtig, das ist es ja. Genau das ist es. Also, solange ich dieses Docking noch nicht habe, wird das noch nicht praktikabel sein, glaube ich. Deswegen verwerfe ich das jetzt momentan erstmal noch. Dann mach halt eben ein paar Aufbewahrungsbehälter für Anhalter. Oder wie die nochmal hießen. Dann passen ja viele Leute rein. Hast du davon ein paar drauf, dann kannst du schon ein paar retten. Beziehungsweise, ich könnte ja. Was habe ich denn hier jetzt? Erkunde den Moon, okay. Beiflug Moon, alles klar. Haben wir dafür. Jetzt bin ich wieder über 1 Million. Siehst du da.
Siehe an. So, eine halbe Million dafür brauche ich eigentlich noch nie. So, aber ich habe ja gesehen, dass ich ziemlich weit draußen einen habe. So, auf der Hälfte zwischen Kirbin und Moon fliegt ja hier so Obja bla 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 rum. Da könnte ich eigentlich relativ easy meine Rakete designen und den hochjagen. Weil dann hatte ich meine drei Piloten, die ich habe, durch. Pilot hier, ein Pilot. Ich bräuchte halt noch ein. Wie viel kosten die? 100.000. Möchtest du einen Tipp verraten, wie du gucken kannst, ob das ein Pilot ist oder nicht? Geh Echt? mal auf Zugewiesen in den Astronautenkomplex und guck, wo der Name dieses verschollenen Dings steht. Aha. Jaina Wissenschaftler, Tatsache. Wie geil ist das denn? Warum sieht man die denn hier schon? Ist doch. Es ist ja was. Weil die als Teil des Raumfahrtprogramms ab dem Moment gelten, nur du kannst sie halt eben nicht steuern. Okay, also ist da schon mal kein Pilot dabei. Ich habe einmal ein Glück. Ey, warum habe ich immer da keinen Piloten dabei? Es ist zum Kotzen. Naja, der Obchayana Plagedöns ist ein Wissenschaftler. Da würde sich ja wenigstens etwas lohnen. Dann, weil dadurch, dass man ja hier diese eine Kapsel hat, die für zwei Leute gedacht ist, kann man die ja einfach ranbauen. Hier erstmal wieder neu. Zack. Die hier meine ich. Da kann ja ein Pilot hochgeballert werden und die holen und wieder zurückfliegen. Hat das aber ein Hitzeschild? Ja, ne? Oder? Steht aber so nicht dabei, ne? Hat dieses Abogator-Dings in den Ressourcen angezeigt? Nein, dann hat es kein Hitzeschild. Bloß wenn ich hier das Hitzeschild anbastel, dann ist das ja drinne, komischerweise. Also warte. Seht ihr? Hier, da, zack. Ich muss es erst rausziehen. Das ist entweder ein Grafikbug oder es hat doch ein Hitzeschild, was bloß nicht angezeigt wird. Aber mein Gott, ich habe jetzt hier eins und fertig. Zack. Und vielleicht davon noch zwei. Der Einstiegsluke ist hier. Machen wir die an die Seite dran. Zip. Und Antennen wäre vielleicht auch nicht ganz so verkehrt. Nehme ich lieber auch mal die größeren hier. So, drehe die aber auch, dass die nach unten zeigen. So, ein paar Akkus noch. So, jetzt müsste ja der Einstieg noch funktionieren. Und ich bin 2,5 Tonnen schwer. Okay. Das ist zu klein, verstehe ich. Sieht bloß mit dem Hitzeschild jetzt echt kacke aus, aber egal. Macht der dann schon das? Sehr gut. Da mag ich irgendwie. Dieses Design irgendwie am liebsten, habe ich das Gefühl. So, der soll für den Eintritt wieder sein, zum Abbremsen und Eintritt. Eigentlich brauche ich wirklich hier nicht so eine große, massive Rakete, weil das ja relativ leicht ist, was ich wohin ballern möchte. Tja, wie viel Treibstoff brauche ich? Will ja nur den Kopf in Orbit.
Ja, ist ja auf die Hälfte zwischen Kirbin und Mun. Muss ich ja hin, um den zu retten, den Einzelnen, der so weit draußen ist. Weil ich will da gleich mal gucken, wie ich die Teile zusammenbasteln muss, um bis zum Mund zu kommen. Das ist halt mein Teil jetzt gerade. Dann baue ich das ran. Vakuum 650. Nehme ich trotzdem den. Aber sage hier, bitteschön, na, 50%. Baue mir jetzt ein Teil, was wirklich das Ganze nach oben bringen soll. So. Soll ich dir etwas über die Schubbegrenzung verraten? Ja, die Schubbegrenzung, dass der eben trotzdem. Oh Gott, ja, dann verrat mir mal was. Der macht nur, selbst nur 50%, wenn du auch wenn du den Schieberegler 100% eingegeben hast. Hat bei der Schubbegrenzung 500 und bei diesem Regler nur 50, hat das die gleiche Wirkung. Ja, aber mittlerweile bin ich ganz gut an diese Regelung gewöhnt, muss ich sagen. Deswegen will ich die auch erstmal dran lassen. Ich möchte hier bloß, weil ich glaube, das wird für die Innendüse noch zu schwer sein, hier Zweier noch ranbasteln. Den noch. Und kann die Spitze jetzt hier direkt. Och, nö. Das muss doch. Na Moment. Nicht direkt draufpacken, daneben zielen. So. Ich liebe diese Steuerung hier teilweise manchmal bei KSP. Ja, ich muss halt noch ein bisschen drehen. Das ist klar. So. Sind Sie jetzt? Nee, ne? So, wahrscheinlich ist das wieder viel zu viel Treibstoff, was ich hier dabei habe. Ja. Kann ich hier farblich auch was ändern? Manchmal passen die Farben einfach nicht zusammen. Ja, ich überlege halt gerade, das kann ich halt nicht ranpappen, so. Das ist halt der kleine Dreck an der Sache. Der ist wieder zu klein. Soll ich dir noch einen Trick verraten, wie du immer die richtige Größe an Treibstofftank findest? Wie größer an Treibstofftanks? Wie meinst du Die das jetzt? richtige Breite an Treibstoff Ach an den so. Treibstofftank. Okay, woran? Da hast doch da oben diesen Pfeil, mit dem du da was rausziehen kannst. Über den Kapseldaumen. Hier, diese einfacher und fortgeschrittener Modus aktivieren. Ja, dann hast du einen Kreis. Ah, und dann Und da werden. kannst du das aussuchen. Ah, okay. Interesting, interessant. So, trotz allem muss ich jetzt hier wahrscheinlich noch ein paar Verbindungsstreben ran basteln, sonst ist das hier wahrscheinlich doch ein bisschen zu lapprig. So. Vor allem könnte ich hier oben noch, fällt mir gerade mal ein, noch direkt schon wieder rankloppen. So. Den
Davon 4. Davon 2. Och, Junge, so. So. Jetzt gehen wir das Ganze mal durch, was wir hier fabriziert haben. Die Bäden sollen weg, dann startet der und der soll mit die drei Triebwerke starten zugleich. Wenn der abspringt, sollen die auch das wegpfeffern. So, dann sind wir hier. Und dann soll das hier oben entstehen. Ja, wie nennst du so eine Rakete? Die ist ja jetzt halb Rescue, halb irgendwo hinzukommen. Wenn die zum Retten ist, dann soll ich die Rettung, wie viele Personen und bis wohin. Mit den Rettungen am Anfang, damit man das unterscheiden kann, wenn man in diesem Aussuchmenü ist. Ja, also Rescue. Also wenn Rescue, also ich habe ja einen Piloten drin und einen Sitz für die Rettung. Also Rescue 1 und dann, ich denke mal, es wird vielleicht sogar bis zum Mun reichen. Deswegen Rescue 1 Mun für ein Pax Max Mun. So. Mal gucken, ob das Ding überhaupt abhebt. So. Pilot Eckhart. Feuer frei. Dann gucken wir mal. Da muss ich erstmal gucken, ob das das schafft, überhaupt jetzt ordentlich zu fliegen. Oder ob ich hier irgendwie die zu schweren Tanks genommen habe oder solche Geschichten. Gibt es ja immer wieder. Abfliegen wird das Ding sicherlich. Aber? Ja, ob es in den Ofen kommt, ist doch eine Sache. 3, 2, 1. War nicht, aber ziemlich gut. Ich muss jetzt schon hier auf dreiviertel Schub gehen, damit es nicht zu schnell abhebt. Ja, hast du auch drei von den stärksten MK2 Engines. Also ein Wunder. So, einmal einknicken hier. Finde ich jetzt auch geil, dass es wieder ein Nachtflug ist, aber egal. Ich sehe auch nicht wirklich viel mehr als die Abgasdüsen hier. Ach, ich sehe ein bisschen was. Wenn du diese Galaxien-Hintergrund dann Hintergrund hast, dann sieht man was. Ja, das stimmt. Und Lampen habe ich eben noch nicht erforscht, die kann ich leider noch nicht anbringen. So, jetzt gehen wir ein bisschen hier runter mit der Schubregelung. Es hat trotzdem noch ordentlich Geschwindigkeitsgewinn hier. Je höher du auch in der Atmosphäre bist, desto stärker sind die Triebwerke auch. Ja, eben, das kommt ja noch dazu. So. Hätte vielleicht auch mit den Treibstoffleitungen das von außen nach innen noch bringen können. Naja. Ja, das würde noch mehr Delta V gehen, also Geschwindigkeit. Ja. Oh, na gut, jetzt muss ich damit so auskommen. Wie sieht es mit der Höhe mittlerweile aus? 14. Also 12, also 12 Kilometer mehr drüber. Jetzt in der volle Wulle gebe ich jetzt mal Gas hier, damit irgendwas reinkommt.